herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Begrüße jetzt ganz herzlich euch natürlich auch und die Kollegen im Homeoffice. Vorab die Information von mir, dass das Spiel im Heimbereich komplett ausverkauft ist. Das heißt, wir werden wieder eine tolle Kulisse haben. Das ist jetzt übrigens schon das 9. Mal in den letzten 11 Heimspielen. Yes, ich darf dir das Wort geben. Dankeschön. Herzlich willkommen, auch zu den dänischen Journalisten. Erstmal habe ich, jetzt bin ich fast hier 2 Wochen. Sagen, war eine sehr heftige Zeit. Aber was am wichtigsten war, dass wir jetzt das erste Spiel gewonnen haben. Und nicht nur gewonnen, war auch den Weg, wie wir das gemacht haben. Ich weiß, 2-0 nach hinten ist war natürlich nicht schön, aber wie wir das immer daran geglaubt, dass etwas zu holen möglich war. 5 verschiedene Torschütze, 5-mal auswärts, nach 2-0 nach hinten immer daran geglaubt, dass es möglich und nicht nur nach dem 3-2 nur verteidigen, immer nach vorne. Für mich gibt es so viele Dinge von diesem Spiel, dass wir jetzt hoffentlich mit dem nächsten Spiel mitzubringen. Und dann hoffe ich oder freue ich mich natürlich auch darauf, jetzt unsere Fans ins Stadion zu begrüßen. Danke. Robert Götz mit der ersten Frage. Frage zu Personalie. Wie geht es Finn Dahmen? Finn Dahmen geht es gut. Kein er Problem. Wird am Samstag auch spielen, oder? Ja, das will er. Gibt es sonst irgendwie Verletzte, Angeschlagene? Ja, Kevin ist jetzt zurück. Er war heute auch auf dem Platz, aber für Samstag ist das zu früh. Sonst ist Vargas ist zurück im Kader, hat bis jetzt alles mitgemacht, so dass es eine Möglichkeit für Samstag. Dominik Mesch, Presse Augsburg. Jetzt ein ganz anderer Gegner, Heidenheim, heimstarkes Team, enges Stadion, jetzt eigenes Stadion, jetzt kommt Wolfsburg, die eher oben spielen in der Tabelle. Wie muss man die angehen? Mit welchem Verständnis geht man aufs Wolfsburger Team zu? Und ja, was muss man tun, um hier dann die Punkte zu behalten? Ja, erstmal, wie ich auch vor dem letzten Spiel gesagt habe, war unser Fokus ist fast nur auf uns. Was können wir jetzt daran wiederbauen von dem letzten Spiel? Natürlich haben wir heute kurz über die Gegner gesprochen, haben 11 gegen 11 auf dem Platz gespielt, aber sonst versuche ich jetzt wieder auf die positiven Dinge vom letzten Spiel wiederzubauen, weil jetzt spielen wir zu Hause, wir müssen jetzt zeigen, dass wir den Glauben, den Selbstvertrauen haben und das ist im Fußball das Wichtigste für die Spieler und für die Mannschaft. Es hat ja einiges ganz gut geklappt in Heidenheim, was noch nicht so geklappt hat, waren die ersten 30 Minuten, ja, vielleicht zu einfache Gegentore in der Verteidigung. Ja. Was muss man tun, dass man hier den Kopf, den Fokus von Anfang an ja, drauf hat, um sowas zu verhindern? Das war ja auch vor Ihrer Zeit schon immer ein Problem hier. Ja, habe ich schon gesehen. Habe ich auch nach dem Spiel, aber auch heute darüber gesprochen, dass wir natürlich von Offensive Mindset, dass wir nach vorne denken. Aber jetzt geht es auch um und so das erste Spiel jetzt ein Clean Sheet zu machen, das ist für mich sehr wichtig, dass jeder denkt, wenn wir den Ball hat, dann ist er dabei, um ein Tor oder eine Chance zu machen. Aber wenn nicht, da sind alle Spieler auch dabei, um zu helfen, dass wir das Tor schützen, so dass wir hoffentlich erstmal jetzt zu Null spielen. Und eine Frage noch zur Personalie, die am Samstag vielleicht mit am meisten überrascht hat, Freddy Jensen, der in der Startelf war. Wie haben Sie ihn gesehen und warum haben Sie ihn dann jetzt auf diese für ihn frische Position gestellt? Ja, ich kam hier und habe mit neuen Augen auf jeden Spieler dann angeguckt und ich habe von Freddy gesehen, das ist ein super kluger Spieler. Er kann fast vielleicht nicht jeder Position, er kann viele Positionen spielen. Ich weiß, am liebsten möchte er in der Mitte 6-8-10er spielen, aber ich habe gesehen, dass er uns und die Mannschaft helfen kann von außen, von seinem Weg auf
als ein Flügel zu spielen, und das hat er für mich sehr gut gemacht. Ich glaube, 3 Assists hat er gemacht, so ein tolles Spiel, und ich hoffe jetzt, dass er die nächsten paar Spiele mir zeigen kann, dass es eine Position wäre, in Augen nachher spielen kann. Gehen wir in die virtuelle Runde. Die erste Frage kommt von Frank Linkesch vom Kicker. Ja, hallo in die Runde. Yes, wir sind ja noch so ein bisschen dabei, Sie kennenzulernen. Sind Sie denn ein Trainer, der nach einem Sieg sagt, never change a winning team, oder werden die Karten wieder komplett neu gemischt? Als ich vorher gesagt, ich weiß, was ein Sieg bedeutet. Ich weiß, was dieses Selbstvertrauen und Glaube bedeutet für den Einzelspieler, aber auch für die Mannschaft. So, normalerweise nach einem Sieg würde ich sagen, never change the winning team. Und an der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben jetzt 30 Spieler in Kader, und jeder versucht jetzt, jedes Mal, wie wir auf dem Platz sind, sich selber zu zeigen. Und da muss ich auch versuchen, alles offen zu machen, so jeder glaubt, dass es Möglichkeiten nochmals gibt. Marion Bukluga. Hallo in die Runde. Yes, Sie haben bei Ihrer Vorstellung gesagt, dass das Potenzial bei Einzelnen und in der Mannschaft Sie auch dazu bewogen hat zu kommen. Jetzt sind Sie 2 Wochen da, und man konnte dieses Potenzial ja gerade im letzten Spiel auch datenbelegt sehen. Das war ja auch ein Argument, dass Sie auch stark mit Daten arbeiten. Mehr Lauf ohne Ball und auch mehr Positionsspiel, auch durch die konsequentere Belegung der Flügel. Wie bewerten Sie das jetzt nach der 2. Woche vor dem Heimspiel? Ja, erstmal zum Daten. Das Erste ist, dass wir mehr als Heidenheim im Total gelaufen. Ich glaube, wir haben mehr Sprints als Heidenheim gehabt. Das freut mich. Und das ist für mich sehr wichtig. Wir haben auch, glaube ich, auch das erste Tor wie heißt das? Konter. So, alle diese Kleinigkeiten bedeutet etwas, und was ich jetzt auch in dieser Woche gesehen habe, ist, dass die Spieler versuchen, ihr eigenes Potenzial auf dem Platz mir zu zeigen, und ich muss sagen, dass das gibt viel Potenzial. Jetzt geht es um auch das nächste Spiel gegen Wolfsburg, um auf dem Platz zu zeigen, und dann freue ich mich natürlich darauf. Dann haben wir Martin Morawetz von der dpa. Hallo Herr Torup, ich wüsste gerne, was Sie von Niko Kovac halten und wie würden Sie seine Art, Fußball zu spielen, charakterisieren? Ja, erstmal, ich kenne, aber nicht persönlich, aber habe jetzt ein paar Jahre folgt, wie wir das jetzt gemacht als Trainer. Ich würde sagen, Wolfsburg hat ein ganz gutes Anfang diese Saison, aber um ganz ehrlich zu sein, kümmere ich mich nicht so viel, was und wer da jetzt auf der anderen Trainerbank ist, was er vorher gemacht. Was kümmert mich, ist immer nur auf meine Mannschaft zu schauen, um das Beste von der Mannschaft herauszubekommen. Aber natürlich habe ich großen Respekt für den Gegner. Ich kenne auch ein paar Spieler, 2 dänische Spieler, das Spiel. So, ich kenne Wolfsburg seit vielen Jahren, aber nicht viel würde ich über den Trainer jetzt sprechen. Dann Marion Bukluga mit einer Nachfrage. Ja, eher eine persönlichere Frage. War überhaupt Zeit, in den letzten 2 Wochen noch ein bisschen mehr so die Mentalität der Gegend und der Menschen kennenzulernen, Jess? Und wenn ja, was ist Ihnen aufgefallen an uns Schwaben? Das habe ich nicht so verstanden. Also, should I try in English? If you want? Ja, yeah. Gerne. Gerne. You are here since 2 weeks now, and we are a special region, the people here. What did you imagine in the Bavarians, in the Swabian Bavarians, I want to say? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Als ich vorher gesagt, auch letzte Woche, ich fühle mich sehr wohl. Jede Leute, jetzt, da ich jetzt auf dem
Straßen oder im Verein oder rundum drum oder Fans auf dem Platz sind sehr nett, sind sehr offen. Also ich habe soweit ein sehr gutes Gefühl von dieser Umgebung und freue mich jetzt auf die nächsten Monate oder Jahre hier zu sein. Robert Götz. Eine Frage, wer ist der beste Gegenspieler gegen Jonas Wind? Du meinst, wer der am besten spielt gegen Jonas von unserer Mannschaft? Sie schauen ja nicht auf den Gegner, sondern auf die eigene Mannschaft. Ja. Wer ist der beste Gegenspieler gegen Jonas? Wie kann man ihn am besten halten? Weil er hat ja bei 8 von 11 Toren war er beteiligt bei Wolfsburg. Aber Jonas ist ein sehr guter Spieler, ein Top-Spieler. Er kann nicht nur Tor machen, er ist auch in den Aufbau sehr wichtig für Wolfsburg. Wie er dann, wenn er rückt ein bisschen, wie sagt man, falsches Neuner. Er geht am liebsten durch den Ball nicht so viel tief laufen und da muss ich aufmerksam sein, wie er das macht, weil die brauchen ihn. Natürlich ist er auch sehr gut im Box. So, ich werde bestimmt ein oder zwei Mann darauf gucken, wie wir jetzt ein gutes Auge auf Jonas haben, weil er macht die Tore für Wolfsburg im Moment. Siegfried Zagler von der DAZ. Wenn man auf die Tabelle schaut, ne, dann fällt auf, dass es nur 4 Punkte sind bis zum Abstiegsplatz. Aber ins obere Drittel sind es auch nicht viel mehr Punkte. Vom Gefühl her, wenn Sie jetzt seit 2 Wochen hier sind, mit dem Kader arbeiten, wo geht es denn eher hin? Muss man nach unten schauen oder geht es eher nach oben? Ja, hoffentlich können wir nach oben schauen. Das mögen wir gern und das versuchen wir auch. Aber im Anfang müssen wir versuchen, jetzt die kleinen Schritte zu gehen. Das war letzte Woche der erste Schritt. Das war ein Sieg. Das hat die Mannschaft jetzt Selbstvertrauen gegeben. Und jetzt würden wir zeigen, dass es nicht nur ein einzelnes Spiel war, dass wir das mehrfach jetzt machen können und auch zu Hause, dass wir vielleicht mal zweimal hintereinander jetzt gewinnen können und dann werden wir nachher auf das Tabelle gucken. Aber im Moment gibt es nicht über den Tabelle nach oben oder nach unten schauen, dass wir, wie können wir das jetzt so strukturieren, so stabilisieren, so in diese Richtung gehen, das ist viel wichtiger für mich im Moment. Dominik Mesch. Um den Ball von Marion Burkloger kurz aufzunehmen, die Augsburger Zuschauer, die oder anders gefragt, haben Sie in Ihrer Vorstellung oder wie Sie hier in die Gespräche gekommen sind, auch was über die Zuschauer, über die Fans, über das Stadion erfahren? Oft gibt es ja so kleine Filmchen über den Verein, wo man einfach schon mal alles sieht. Das Publikum hier kann laut sein, kann begeisternd sein, kann aber auch ja, oft sehr, sehr leise werden. Wie erwarten Sie die Fans und wie wollen Sie sie wirklich jetzt am Wochenende gleich auch auf Ihre Seite ziehen, ganz persönlich in Ihrem ersten Heimspiel? Ja, erstmal habe ich so ein kleines Film vom Verein gesehen über Stadt, Stadion, Supporters, alles, ein bisschen über die Historien von Stadt und von Verein. Zweites würde ich sagen, was die Fans jetzt in Heidenheim gemacht hat, von Lautstärke, von zusammen mit den Spielern nach dem Sieg so gefeiert, aber haben auch die Mannschaften durch das Spiel versucht, ihnen zu helfen. Das ist sehr gefreut. Ich hoffe, dass die das Gleiche jetzt in unser eigenes Stadion machen. Ich werde alles tun, um die Fans zu begrüßen vor und nach dem Spiel und ich hoffe nur, dass die uns helfen, weil wir brauchen die Hilfe. Ja, die Hilfe. Ja. Ich schaue nochmal in die Runde. Virtuell keine Frage mehr. Hier auch nicht. Dann Dankeschön. Sehen wir uns am Samstag hier im Stadion. Ciao. Danke.